Okay, Leute, ich habe gesagt, ja, ist ganz klar, was wir spielen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wann ich das spiele. Aber da sehe ich so kurz, das dachte ich mir, machen wir es denn noch schnell in einem Zug fertig. Spielspeicherdaten an bestimmten Stellen automatisch. Es ist wirklich lange her, dass ich das gespielt habe. Ungefähr. Boah, wie lang waren das? Habe ich einmal mit Freunden vor Monaten gespielt. Hilfeoptionen, so wird gespielt. Nein, wir finden das wieder von neuem heraus. Spiel fortsetzen? Nein, neu starten. Bist du sicher, dass Ignition-Modus komplett neu starten will? Ist der aktuell? Soll er meinetwegen verloren gehen? Gotcha. You see, that wasn't so hard. That's what she said. Careful, Officer Anderson. I might report you for sexual harassment. Promises, promises. What are you doing here this early, anyway? Got a remote alert that my terminal crashed. Wanted to fix it before my shift starts. The way things have been lately. You needn't have bothered. I'm sending you out, Franco. We've got a malfunctioning heavy-duty door over at the CEC facility, and you're up. I should be able to do that from here. If we could reach it remotely, I would have dealt with it already, smartass. Pack your bag and get over there. Ask for Supervisor Burkhoff in processing. You want me to come with? Like you said, things have been pretty hairy out there lately. Not a bad idea, Anderson. While you're at it, pack a lunch. Board's already lighting up. You'll probably be out most of the day. Keep your comm active. I'll update you with anything else that comes in. You got it, boss. So, dieser gut gebräunte Typ hier links. Und das ist unser Hauptcharakter für dieses Spiel. Und rechts ist eine Person, die er kennt, das weiß ich. Und die befinden sich alle auf der Titan Station, wenn ich mich nicht irre. Und das ist so, auch so ein Ingenieur wie Isaac. Supervisor Burkhoff, Franco Delisle, CPD. You said you got a malfunctioning door? Malfunctioning is one way to put it, sure. You ask me, somebody hammered it. You mean sabotage? One minute it's working, the next it isn't. And when I open the door pad... Yeah, I see what you mean. Someone did a number on this and not just the wires. But you can fix it, right? I got a few hundred tons of ore scheduled to pass through here today. I'll certainly do my best. He always says that. Don't sweat. If it's made of circuits and wires, he can make it work. Okay, in diesem Let's Play werden wir keine Necromorphs töten oder so, sondern das ist eigentlich nur mehr Minispiel-basierendes Spiel. Boah, Stift und Papier. Oh, das geht schon los, habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Hallo? Wow, was ist hier los? Nicht mal mit Erklärung? Okay, dann eben nicht. Oh, das ist mal wieder top. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich habe noch zweimal Turbo. Ach, ich dachte, die gespeicherten Sachen gehen verloren. Na egal. Ich erkläre gleich, was das ist. Sind das nicht D-Pads? Los. Oh, nicht erwischt. Ja, Minispiel. Das ist einfach ein Rennen, wer als erstes am Ziel rankommt. Das erinnert mich ja an den Prozess, wie Kinder gezeugt werden. Wer ist der Schnellste? Hey, before you head back, can you stop by logistics? Friend of mine over there was saying they got computer problems. Did he call it in? Beats me. But you're already here, right? Weaver, this is Delisle. Fix that door, but the super's asking about an issue in logistics. Yeah, I was gonna ask you to head over that way while you're there. They've got a supply logging terminal that keeps sending bad data. So this is how he knew we'd be out all day. Nice of him to give us some notice. Oh, it's Weaver. What can you do? Anyway, assuming he's right, you want to get drinks after shift? Sure.
Delisle. This is Weaver. Got another flag for you. Ich dachte, ich fange völlig von vorne an. Aber ich hatte irgendwie noch ein paar Sachen von dem letzten Spielstand. Na, egal, ziehen wir das durch. Don't worry, boss. I'll look after him. He's safe in my hands. Good to know. Whose side are you on, anyway? Aw, it's kind of cute. You can hold my hand if you get scared. Are you cops? I reported this 2 days ago. Sorry, we're stretched pretty thin right now. Half the sprawl seems to be falling apart. Well, I hope you can put this back together. It keeps sending the wrong figures, and half a ton here and there adds up, you know? Huh. Oh, maybe a bug or glitch. I'll see what I can do. Und wir müssen wieder hacken. Diesmal ein anderes Spiel. Und zwar, links seht ihr den... Oh, das ist jetzt richtig blöd. Das ist jetzt viel leichter als sonst. Na egal, ziehen wir das durch. Links seht ihr diesen grün fetten Knopf da. Wir müssen jetzt eigentlich noch Viren durchschicken, um das Ding kaputt zu machen, damit wir einen Zugang bekommen. Aber das ist der die Firewall, das ist, also diese ganzen kleinen Dinger sind Firewalls. Und die müssen wir eigentlich vernichten. Rechts seht ihr einen Balken, der sich auflädt. Das ist sozusagen unsere Energie, wie viel wir von den Dingern da reinschicken können. Oder produzieren, besser gesagt. Diese Unsichtbaren hier, die habt ihr in diesem Moment nicht, aber kann passieren. Ich wusste nicht, dass ich irgendwie noch alles hab. Naja. Egal. Und wenn ihr dann das Ding zerstört habt, wenn ihr die Firewall zerstört habt, kommt ihr weiter. Da sind nur haufenweise Minispiele. Hier ist nicht mehr euer Skill gefragt, wie ihr schießt, sondern mehr wie ihr denkt. Also mehr Köpfchen. Und nicht nur Beine abtrennen und dann die Arme auf, was weiß ich, auf ihn stampfen. Wie ein Geek laufen, keine Ahnung. Don't pretend you forgot. We're going rimward to the sky panel. I didn't forget. I was hoping you had. I'll never get why you don't like spacewalks anyway. Look, some of us were born on a planet, okay? I like having some gravity holding me down. That's what the magnetic boots are for. You're not filling me with confidence, Sarah. Ach so, rechts neben dieser Säule, die sich aufgeladen hat für unseren Virus, den wir reinschicken konnten, war noch unten eine Leiste. Könnt ihr ja zurückspulen oder werden wir nochmal sehen. Das ist unsere Zeitlinie, wie viel Zeit wir für diesen Hackerprozess haben. As a fully qualified and highly trained engineer, I find your input invaluable. No need to be snippy. Yep, definitely a hardware problem. Tether me up, would you? I'm gonna have to demag my boots. Das ist ein richtiger Peter Parker. Hat ja alles drauf. Thanks. Here goes. Sein Rig sieht nicht groß aus, er muss zur Werkbank gehen. Hack wird initialisiert. So, hier haben wir ein neues Minispiel. Kann ich pausieren? Perfekt. Ihr seht grüne und rote Strahlen. Und wir müssen die umleiten zu den grünen und roten Kreisen. Und hier sieht man im roten Kreis unten, dass da so ein Spiegel nach rechts zeigt. Und das heißt, wir können nur das Licht von rechts reinleiten. Dann lass mal sehen. Ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung ist. Ich kann das nicht drehen, okay. Okay, okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. So. Am Anfang ist es noch leicht, aber das ist jetzt noch leichter, weil ich diese ganzen Aufbesserungen habe. Oder diese Upgrades. Egal. Ihr werdet... Ihr habt dann das Problem, nicht ich später. Das ist nur so ein kleines Minispiel, das ich schnell durchmachen will, damit wir bald Dead Space 2 spielen können. Und das wird blind. Das wird blind für mich. Got it. Should hold until they get a crew out here, please. See, wasn't so bad. No, but I still... Whoa! Sarah! Franco? Don't sweat it. I tethered you, remember? Come here, you big baby. Wer ist hier ein Riesenbaby?
Atmet schwer und nervös. Yeah, I'm fine. Let's just get out of here. No, ich wollte noch spielen. All right, let's get you inside. Gotcha. Atma lock in 3, 2, 1, mark. Are we cool now? Exiting zero gravity. I just need a minute. Exiting vacuum. Well, what the hell was that? Meteoroid strike on the outer door seal. We're losing air. Gotta get out. Wahrscheinlich sind die beiden mehr als nur Freunde. Aber die erinnert mich an die einen aus dem Dead Space Film, Dead Space Downfall. Diese Kommandantin von dieser Truppe. Gut, noch einmal diese Geschichte. Links seht ihr da den Timer. Och, hey. Diese kleinen Spiegel können wir jetzt Hilfe benutzen. Das ist schon mal positiv. Das muss ich von unten reinstrahlen. Reinstrahlen? Nix Deutsch wieder mal heute. Dann machen wir das so. Ganz simpel. Hey. Ah, nee. Wie entferne ich das? Mit Kreis, okay. Das ist mit Grün versorgt. Wenn ihr dann spielt, habt ihr bestimmt nicht so viele Sachen wie ich, aber ihr müsst diese Spiegel hier benutzen dafür. Und das war's. Aber ich habe ja nicht durchgespielt, das heißt die späteren Sachen, die wir dann auf die wir zutreffen werden, werden auch unten ein Problem darstellen. Hoffe ich nicht. Aber wenn wir sehen. Dieses Spiel hasse ich am meisten, weil ich hier ziemlich schlecht bin. Das am Anfang war nur Glück. Gebe ich zu. Ah, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Jochen, der... Wow! Ja, ja. Könnt auch meinetwegen sich Hindernisse hinlegen, damit dann haben die Probleme. Was ist denn das andere? Was ist Kreis? Ne, Kreis habe ich ja schon, das Dreieck. Okay. Das verursacht, dass die Kontrolle verlieren. Und ich hasse diese Kameraperspektive, wenn sie sich andauernd ändern. Ein lilaner. Ganz einfach, alle sind böse. Alle diese kleinen Dinger sind böse. Und ich verliere die Kontrolle. Komm schon. Wow. Der will mich töten. Wie es aussieht. Die so viele Sachen werdet ihr nicht haben. Oh. Mir gehen gleich die Sachen aus. Na los, das muss das Ende sein. Ja, der hundertprozentig verloren, hätte ich nicht so viele Sachen zum Werfen gehabt. Diesen roten Strich da, den ich geschmissen habe, das habt ihr gesehen, da sind blaue da, die hindern einen daran, irgendwie richtig sich zu bewegen. Und diesen grünen Mikrochip oder was auch immer, das verursacht, dass die Gegner die Kontrolle verlieren. Dass dann die Steuerung verkehrt rum ist, was bei CPU-Gegnern irgendwie keinen Sinn macht. Aber solche Teile liegen auch manchmal für euch auf dem da und dann habt ihr die Probleme. Hold on, I got a message. What kind of outbreak? Are we talking disease or what? Details unknown, Anderson. Hopefully we'll get some good intel soon. Till then, head for the nearest tram hub and wait to see where we need you. Copy that, boss. What was that? Wrong number. Weaver said we're having comm trouble. Must have got lines crossed somewhere. Boss wants us to hang out at the tram hub. Wait for directions. Zurzeit sind wir nur auf der Titan Station unterwegs und reparieren jeden Schrott, weil da irgendwie, ich glaube, irgendwas von Sabotagegerät gesprochen wurde oder keine Ahnung und oder es muss repariert werden. Irgendwie funktionieren die Sachen nicht mehr. Sarah, we're on a space station. It's not like anything we eat is fresh.
Hold on. What's all that about? Hmm? Run! Let's go! Move it! Run, look out! Look out! What the hell? Oh, die ersten Necromorphs. CPD, get out of the way, move! Oh, oh, mit geschlossenen Augen raufschießen, nicht schlecht. I didn't miss. That thing shook off three bullets. Der Necromorph läuft mit den eigenen Eingeweiden draußen rum und lebt. Da werden ihm drei Kugeln auch nicht aufhalten. I lost my gun. We'll try something else. Plasma Cutter. It worked. Das erinnert mich an die alten Cartoons. Related to these guys, maybe? Run! Everybody on the tram, now! Lauf! Ich hol mich! It's moving! Sarah! Come on! Whoa! Everybody alright? Ich finde das, aber ich finde das richtig gut, diese Zeichnung. Hat so etwas Nostalgisches an sich. I think we found your outbreak. Big thing, sharp teeth, shrugs off bullets. That's what I was gonna tell you. We've had several reports from across the sprawl. Lighting is down in public sector 45. Get over there and fix it quick. If this outbreak reaches that sector, losing the lights will seriously hamper security. Anderson, you read? Anderson here. Who's that? It's Hodgkins. We have a serious hostage situation in public sector 27. Could really use your help. I'll try, but no promises. Got a situation of my own here. Come on, we're heading to 45. We've got a sector-wide lighting failure. No, wait. My old partner just called. Wants me to help with a hostage situation in 27. Where first? Lichtausfall oder Geiselnahme? Ich weiß nicht, was es für Auswirkungen hat. Wie gesagt, ich habe das nur einmal. Wir haben das mal zu dritt gespielt, meine Kollegen und ich. Und auch den Singleplayer immer schön abgewechselt und ich weiß nicht, was wir genommen haben. Ja, tun wir mal einen auf Retter. What the hell happened while we were outside? I have no idea, but I do know this. I'm hanging on to this plasma cutter. Ja, was machst du, wenn du keine Plasma Energy mehr hast? Spuckst du rauf oder wie? Did you see where it came from? No idea. We just finished our shift and we're walking to the tram. It's like it came out of the wall, man. What was it? All they told us was it's an outbreak of some kind, which is a hell of an understatement. Well, they probably don't want to panic people. Yeah, well, maybe that wouldn't be so bad. Word's gonna spread regardless. This is our sector stop. Hodgkins, this is Anderson. I've got Franco with me too. What's a sit-rep? Another resident gone crazy. Guy's taking his wife and kids hostage. We're at resident block 61, apartment 825. Who is this guy? What's his beef? Armando Krieg, computer engineer. Like you, Franco. Says the government's spying on him. His family's in on it. Same kind of paranoia we've seen in a few cases recently. Ach so, Computertechniker. Dachte, wäre auch ein Ingenieur. Armando, come on out, let's talk about this. You don't want to put your family in harm's way, do you? They did that themselves! Don't lie to me! You have to stop it! Make it stop or I'll kill you all! Please! Make it stop! What does he want? Exactly. To stop spying on him, which we're not. He doesn't want any kind of transport or escape, though. Doesn't seem to care if he lives or not. So why not just storm the place? Well, for one, his family's in there. And two, like I said, the guy's a real geek. He's hacked into local security, monitoring everything. We can't get close without him knowing about it. So, you are always the brains of our outfit. You got any ideas? Actually, yeah. Use someone else's brains. Franco? Yeah, I know. Hack the hacker. Way ahead of you. Let's see what I can do. Ach, völlig unwichtige Cutscenes. Oh, wieder. Irgendwas wieder. Wie machen wir das? Oh, okay, die Blitze unten rechts dienen dazu, irgendwas kaputt zu machen. So ein Gebiet. Ein Gebiet kaputt zu machen. Egal, schicken wir erstmal irgendwelche Nutzlosen durch.